Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft. Streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Wir stehen hier an der Max-Leven-Gasse. Max Leven hat hier gewohnt. Und das ist auch der Ort, wo Max Leven in der Pogromnacht ermordet wurde, erschossen wurde von NSDAP-Funktionären. Der Mord an Max Leven zeigt auch in Solingen den Übergang von der Diskriminierung zur Vertreibung und Auslöschung der deutschen und europäischen Juden. An den letzten Kriegstagen in Solingen, es war der 16. April, war auf der Hügelkette der Katternberger Straße war eine Artilleriestellung der Wehrmacht, die noch Richtung Düsseldorf schoss. Mein Vater hat dann ein Telefonkabel von dieser Stellung durchgeschnitten, wurde dann erwischt und ein nationalsozialistischer Wehrmachtsoffizier zeigte ihm schon die Hecke, an der er erschossen werden sollte. Mit die letzten Opfer des deutschen Faschismus in Solingen waren die 71 Häftlinge, die in der Wenzenbergschlucht kurz vor Kriegsende im April 1945 ermordet wurden. Einige der dort Ermordeten wurden vor dem Ohligser Rathaus damals kurz nach Kriegsende beigesetzt. Ich stehe hier vor einem Haus, an das ein Ort des Gedenkens ist und vor allem eine Erinnerung an uns alle, dass wir den Faschismus, sollte er wieder erstarken, im Keim ersticken müssen. Und wir kennen eigentlich nur die Namen der Menschen und kennen nicht ihre Geschichten. Und das zeigt so ein bisschen, dass auch nach 75 Jahren noch viel zu erforschen ist und dass wir uns bemühen müssen, die Opfer zu würdigen und vor allen Dingen auch Angehörige zu finden, die Kinder und Enkelkinder zu finden, um die in die Erinnerungs- und Forschungsarbeit einzubeziehen. Wir stehen hier an einem Ort, der Symbol dafür ist, was Naziterror heute bewirkt. Faschismus ist keine Meinung, es bleibt ein Verbrechen. Angesichts der Gegenwart in unserem Land mit zunehmendem Rassismus, rechtsextremen Morden und Übergriffen auf Flüchtlingsheime darf niemand mehr die Augen verschließen. Heute wie damals ist Zivilcourage gefragt. Vor 5 Jahren haben wir das erste Mal den Tag der Befreiung mit einem Fest auf dem Alten Markt gefeiert. Und wir meinen, dieser Tag ist ein Tag der Freude und er sollte unbedingt zum gesetzlichen Feiertag erklärt werden.